Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. So, wir sind hier immer noch bei den Sektorprojekten beschäftigt. Die werden wir auch erstmal weitermachen. Bis auf Weiteres. Damit wir wenigstens mal alles fertig haben. So, der Ordnungshalber. Was können wir denn hier noch für die werten Herren machen? Boah, Gemeinschaft. So. Das haben wir hier aber auch irgendwie alles so ein bisschen. Ja, kreuz und quer, ne? Ich denke mal, da können wir uns eins sogar sparen. Naja, oder auch nicht. Zählen die anderen Inseln hier mit rein, oder was ist jetzt los? Na, obwohl, hier könnten wir vielleicht auch nochmal eins, zwei reinsetzen. Drei sogar. So, das erste Schiff müssten wir abschleppen können. Zur Bohrinsel, oder? Hä? Total verbuggt jetzt, oder? Nee. Ja, wenn man das ganze Schiff wieder abhängt, dann kann das ja auch nicht funktionieren. So, hier hätten wir auch noch ein bisschen Platz zum Bauen. Bin ja schon am Überlegen. Ah ne, dann ist der untere Rand nicht mehr versorgt. Na, das ist Mist. Ja, wenn wir das jetzt hier reinsetzen würden, hatte mich der eine auch darauf hingewiesen, ja, ein bisschen was kann man da wirklich denn vielleicht sparen. Da man halt weniger braucht, aber die Häuser können wir dann halt auch wieder weniger setzen. Ne? Das ist alles. Ich will das demnächst mal an der großen Stadt ein bisschen, ja, austesten. Einfach mal so ein bisschen hin und her setzen. Ah ja, Replikatoren. Weiß ich gar nicht. Oh, haben wir sogar noch. Genau ein. So. Den hier einmal runter. So, wo haben wir das nächste Schiff? Da. Ja, hier könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen so ausbauen. Warum haben wir hier zwei Logistikzentren nebeneinander? Muss ich nicht verstehen, oder? Ein großer Überschuss, ja. Das dürfte doch reichen, ausreichend, ja. So, das hätten wir. Was haben denn hier die werten Herren für uns zum Shoppen? Naja, auch nichts Tolles.
Ja, jetzt die nächsten Tage müsste rein theoretisch das Big Five Update kommen. Ich habe mich da mal ein bisschen lang gemacht. Irgendwie der interne Test, wo man sich bewerben konnte, der ist bis heute. Also bis zum 9.5. Und ja, theoretisch müsste das jetzt eigentlich dann die Tage auch endlich kommen. Hier könnten wir eigentlich noch eine Molybden-Mine. Sehe ich jetzt gerade mal so. Ja, und dann schauen wir halt mal, was wir da so treiben können. Auf jeden Fall noch die Gegner alle aufkaufen, damit sie gar nichts machen können. Die werden wir schön mundtot machen. Und dann kommt mit Sicherheit schon demnächst irgendwann unser werter Weltraum. Ach, sind wir fertig hier? Sehr schön. Na, das ist doch mal was. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Sicherheitsventile entfernen. Ja. Ah. Okay. So, wo haben wir noch eine Bohrinsel? Bin ich jetzt total blind? Die waren noch alle hier oben. Wo ist denn die letzte Bohrinsel? Bin ich jetzt total blind? Oder war hier unten noch eine? Aha. So. Ja, hier kommt klein, machen wir mal erstmal weg. Energiebilanz sollen wir halten von 3000. Ja. Das ist ja jetzt nicht ganz so schwer. Mensch. Will mich heute doch schon wieder ärgern, das werte Spiel. Sogar gleich den richtigen erwischt. So. Energiebilanz läuft. Dann können wir eigentlich einmal in die andere Arktis. Das müsste nämlich jetzt gleich fertig sein. Das waren, glaube ich, noch 9 Minuten. Ja, ist sogar fertig. So. Ja, hier hatten wir ja schon schön ausgebaut. Wobei, das könnte man eventuell auch woanders noch hinziehen. Dass man hier noch ein bisschen ausbauen kann, aber naja. Das geht schon. So, dann ziehen wir die beiden mal eben noch schnell weg. Ist ja nur eine kurze Strecke. Ja, hier könnte man nochmal eine doppelte Häuserreihe vielleicht reinkriegen. Oder die Fischerhütten, also hier die Konservenfabriken, dass man die hier vielleicht hin, weil die ein bisschen kleiner sind. Er bleibt erstmal am Fels hängen. So, komm, gib ab. Der wievielte ist das? 6 von 7. Na, dann ist das ja hier auch bald fertig. Das andere war ja hier unten, genau. Na, dann machen wir ja langsam Fortschritte.
Und dann kann man mal gucken, dass man vielleicht echt nochmal die Bevölkerung so ein bisschen Richtung 2 Millionen wenigstens kriegt. Wenn es 1,8 oder 1,9 sind, dann wäre ich ja schon zufrieden. Aber 2 Millionen wird mir besser gefallen. Ah ja, doch, hier geht auch noch was. Das, keine Neuroimplantate. Das ist ja voll die Verarschung. Erstmal so. So. Das noch eben abgeben. Ach, aktivieren Sie den Zünder. Ja, sehr gerne. Da hat's Kabauz gemacht. Ja, dann haben wir die nächste Durchfahrtsstraße fertig. Ich glaube, mehr haben wir in dem Gebiet dann hier jetzt auch gar nicht. Denn ist die erste Arktisregion auch fertig. Oder ist hier oben noch eine? Ah, nee, hier ist auch noch eine. Okay.